Wir werden heute in der Bundestagsfraktion natürlich auch Richard von Weizsäcker gedenken, der immerhin aus unserer Fraktion kam. Er war stellvertretender Fraktionsvorsitzender und er hat diesem Land einen großartigen Dienst geleistet, ein großer Deutscher. So wird er in die Geschichte eingehen. Und er hat uns mit seinem Satz, dass das Ende des Zweiten Weltkriegs eine Befreiung war, etwas Großartiges hinterlassen. Vielen Dank. Musik.